Heute haben Lars und ich die verrücktesten Challenges ausprobiert, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Schaut unbedingt bis zum Ende, um die längste Traumrutsche der Welt zu sehen. Liken und abonnieren nicht vergessen und jetzt viel Spaß! Guten Tag! Hallo! Das ist euer Tanzmove-Lehrer Lars und er zeigt euch, wie man den Boogie tanzt. Es geht heute um Challenges, und zwar Lars gegen mich. Ihr könnt eure Wetten absetzen, jeder von euch hat 1000 Euro zu setzen und ihr könnt entweder auf mich setzen oder wir gewinnen das. Ihr könnt die Challenges hier nachmachen, und zwar ist das hier zum Beispiel die erste Challenge. Oh mein Gott, ich bin so professionell. Wir haben Marshmallows. 300 Gramm purer Zucker. Was denkst du, wie viel Zucker sind in 100 Gramm Marshmallow drin? Boah, 50 Gramm. 69 Gramm. Alter, ich war voll gut. Nee, warst du eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, die erste Challenge, die man zu Hause auch einfach so easy nachmachen kann. Die Chubby Bunny Challenge. Genau, die Chubby Bunny Challenge. Oh, die riechen ganz komisch. Ich finde auch, dass die ganz komisch riechen. Bunny und so nach Fuß. Es geht darum, so viele Marshmallows wie möglich einfach in den Mund reinzustopfen. Und der mehr schafft, gewinnt. Jeder weiß, ich habe hier den größeren Mund. Wollen wir wirklich Chubby Bunny sagen? Oder wollen wir was anderes sagen? Oh, nein, wir sagen Rostbraten. Warum? Oder Döner, das ist Döner. Okay, Döner. Ihr seht hier den Countdown, Leute. Ja, wir stecken einfach beide rein und dann sagen wir beide Döner. Und dann gucken wir, wer schafft und wer nicht. Bist du bereit? Ja, 3, 2, 1. Döner. 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 Ich sag dir... Hello there. Was sagst du mir? Ich glaube, ich krieg irgendwann noch Zahnausfall davon. Ich hab schon Zahnausfall. Döner. 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 Ich kann es doch richtig gut aussprechen. Oh mein Gott. Döner. Döner. Mir explodiert gleich die Backe. Döner. 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 Hast du das gehört? Ja. Oh mein Gott. Döner. 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 Wie viele waren das, Mann? Oh mein Gott. Boah, meine Zähne sind so voll mit Zucker. Also wow. Ich sag mal... Ich würde gerne wissen, wie viele das waren. Also ihr seht hier, Leute, wie viele das waren. Du hast, glaube ich, sogar fast das Doppelte von mir gegessen. Keine Ahnung. Das war so unnormal viel. Holy Capoli. Okay, ich glaube, die erste Runde ist auf jeden Fall an Lars gegangen. Ich glaube, beim Spiel Döner kann ich nicht gegen Lars gewinnen. Bei der guten alten Döner-Challenge, die wir gespielt haben, kann, glaube ich, ein richtiges Großmaul. Alter, was machst du da? Bist du dumm? Okay, nächste Runde, nächstes Glück. Bist du bereit? Okay. Das ja, ist ich bin ready. Und ich weiß ja schon, was das ist. Das ist die Wer am schnellsten in Glaswasser. Nicht unbedingt. Diese Challenge ist tatsächlich anders aufgebaut. Wir müssen dieses Glas Wasser so viel wie möglich in unsere Backen einspeichern, wie ein Hamster. Und danach schlagen wir uns mit... Lebensmitteln. Lebensmittel. So, mit dieser Tortilla. Aber mit der ganzen Packung, oder? Ja. Nein, also, wir nehmen jetzt gleich... Ah, das habe ich schon mal gesehen. Wir nehmen jetzt gleich... Wir müssen sie mit einer offenen Tortilla schlagen. Ey, du hast viel zu viel gemacht. Das soll auch wehtun. Ich würde schon gerne da reinbeißen. Okay, also, wir müssen jetzt so viel Wasser wie möglich in den Mund nehmen. Und danach kann ich nicht mehr sprechen. Danach schlagen wir uns mit diesen Dinger ins Gesicht. Und der Erste, der das Wasser wieder ausspuckt, verliert. Mann, hier ist nass. Also Leute, so funktioniert die Tortilla Challenge. Alter,
Das ist so schwer, dann nicht zu lachen. Okay. So, das ist eine Flasche. Eine Flasche. Und das ist Lars. Die Challenge funktioniert wie folgt. Wir haben hier eine Flasche und wir müssen diesen Deckel hier abschrauben. Aber das Ganze mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Und zwar nicht einfach nur so mit dem Fuß, sondern wir müssen mit dem hinteren Fuß in einer Drehung da rangehen und den Deckel abschlagen, sodass er vom Fuß weggeht. Bist du dir sicher, dass du das schaffst, Champion? Ich schaff das im Leben nicht, aber ich werde es probieren. Okay. Oh Gott. Der muss richtig sein, der Wir machen das dann mit Slow Motion. Du musst schon richtig mit Slow Motion weggehen. Du schaffst es. Ich weiß nicht, wie man sich hinstellt. Irgendwie so. Ja, so. Also ein bisschen weiter. Und dann drehst du dich. Und währenddessen du dich drehst. So, Digga. Und dann. Hi! Ja, hi! Ja! Okay. Nice, Mann. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh ja, fast, Mann. Fast. Alter, der Boden hier ist auch noch so rutschig. Ja, der ist echt noch rutschig. Okay. Oh Gott! Also Leute, wenn das nicht getroffen ist. Das war schon nicht schlecht. Also, jetzt gibt's das Ganze noch in Slow Motion. Yeah. Denkst du, du kriegst es besser hin? Nee, ich glaube, das war schon. Okay, ich probier's auch nochmal. Alter, was war das denn? Okay, ich versuch's ein bisschen sanft dahin zu bekommen als du. Okay? Let's go! 3, 2, 1, ich weiß nicht. Sehr sanft. Wir müssen es nochmal schaffen, ohne die Flasche umzukicken, okay? Wir schaffen das gleich. 3, 2, 1. Was machst du denn? Ich versteck mich. Okay, mach dann doch mal. Das war nur Probe. Ach, das war der Tisch. Oh Gott. Das war zu hoch. Okay. Ja, das ist auch zu hoch. Okay, Jungs, Lindy. Damage geschafft. Und jetzt als Bonus gibt's doch mal den Tornado-Kick. Willst du den Tornado-Kick sehen, Lars? Ja, ich versteck mich aber hier hinter. Okay, warte. 3, 2, 1 und... Tada! Hey Leute, jetzt machen wir die nächste Challenge und oh Mann, ich habe richtig Hunger irgendwie gerade. Vielleicht habe ich ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Bock auf Porridge, okay. Ich würde mir jetzt gerne mal was zu essen. Erstmal kurz die Milch aufmachen, ganz locker, flockig. Mhm. Kam zwar nichts raus, aber es ist immer... Okay, danke schön, vielen Dank dafür. Boah, jetzt würde ich mir vielleicht mal... Oh ja, okay, abstehen. Yeah, oh. Ah, ich hab Hunger. Ja, erstmal kurz hier ein Glas hinstellen, ein bisschen Porridge da reinmachen. Oh, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr noch. Super, okay, jetzt noch ein bisschen Milch da rein. Ja. Mhm. Ich liebe Milch. Sehr, sehr lecker. Okay, jetzt ein bisschen Milch da noch reinmachen. Ja, das ist auch nicht eklig oder sowas. Ja, sieht gut aus. Ja, super. Die Konsistenz ist prima. Oh, jetzt will ich davon auch noch trinken. Okay. Ja, ich versuche gerade mal hier. Oh. Zum Nachspülen noch ein bisschen. Ja, prima. Nein, wie habe ich. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal eine Traube, ohne mir die Hände vorher sauber gemacht zu haben. Einfach rein damit. Okay. Mhm. Ja. Prima. Oh ja, bitte nicht nochmal. Das war mein Frühstück. Oh yeah. Oh Mann, hab ich Bock auf O-Saft. Oh, oder auch nicht. Meine Arme haben eher Bock auf O-Saft.
mein Gott. Mach das hier weg! Das tropft runter! Mach das weg! Oh nein, nein, nein! Oh. Können wir trotzdem uns wieder hier entfalten, bitte? Das war die Hand-Challenge. Wie fandest du die, Mann? Wir brauchen diese Taschentücher. Und zwar müssen wir die Taschentücher so schnell wie möglich rausziehen. Und der Erste, der alle rausgezogen hat, gewinnt. Okay, wollen wir den Deckel mal abmachen? Den Deckel erstmal abmachen. Mein Gott, ich weiß gar nicht, ich habe zum Glück trockene Hände, deswegen ich krieg das, glaube ich, ganz gut hin. Machst du den doppelten oder den einfachen? Ich bin bereit. Okay, dann 3, 2, 1, los, go! Oh mein Gott, wie viele sind da eigentlich drin, Mann? Leer. Ah, nee, doch nicht. Oh mein Gott, das sind so viele. Sind es nicht 200 Stück oder so? Keine Ahnung, mach einfach. Ich bleib manchmal hängen lassen. Ich muss weinen. Junge, ist das anstrengend. Komm, Alter, wie viele sind hier? Ich bin auch fertig. Freedom. 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 Okay, nice. Das war die Challenge. Ich räume es nicht auf. Ich auch nicht. Jetzt geht's zur nächsten Challenge. Okay, nächste Challenge. Lars, geh weg von den Lutschern. Jetzt kommt die nächste Challenge. Und zwar, bist du bereit, Mann? Nee. Du musst dieses Ding jetzt mal kurz nehmen. Aber nicht. Funktioniert das? Ich glaube schon, Mann. Na, pass auf, du musst jetzt das Ding in den Mund nehmen. So, und wir haben jetzt sozusagen eine Straße. Was schätzt du, wie viel Meter sind das? 4. Wollen wir ein bisschen mehr machen? Okay, das ist das Maximum. Also, ich werde jetzt hier diese Traube auf die Fahrt losschicken. Und diese Traube muss dann theoretisch bei Lars dann ankommen. Okay, bist du bereit, Mann? 3, 2, 1. Erster Versuch. Oh. Oh, fast. Wir brauchen schon mehr Spannung, Mann. Geht das so? 3, 2, 1. Oh! Alter, da war mein Daumen im Weg. Da ist dein Daumen dagegen. Nimm noch mal eine kleine. Okay. 3, 2, 1, go. Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Das hat richtig geknallt, hast du es gehört? Junge, das ist so angekommen bei dir. Bei mir ist das Problem. Mein Mund ist so klein, das wird richtig schwierig zu treffen sein, Mann. Ready? Ja. Und Action. Oh nein! Oh Mann. Alter, die hat mich richtig getroffen, Mann. Los. Oh mein Gott! Wow! Ich hab einfach recht gehabt. Nice! Meine werten Damen und Herren, zieh mal das Ding ein. Es geht nicht, ist kaputt. Okay, wir haben leider das Ding kaputt gemacht. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lars, danke dir nochmal für die Traube. Ja, wir müssen das jetzt erstmal aufräumen. Und wir müssen jetzt erstmal hier die ganzen Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein. Wenn es wieder heißt, Traubensammeln. Verabschiedung. Oma und Lars. Ciao!